Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Destiny-Video von mir. Ich bin Exas und in diesem Video zeige ich euch, wo alle 50 Fragmente sind. Wichtig hier zu sagen ist, alle Fragmente sind auf dem Grabschiff. Das heißt, ihr könnt Fragmente nur auf dem Grabschiff bekommen. Drei Fragmente sind im Spiel noch nicht integriert. Sobald die ins Spiel integriert werden, werde ich da separat noch ein Video dazu machen. Gut, die ersten 23 Fragmente findet ihr in der Patrouille-Mission Grabschiff, wie man es vorhin gesehen hat. Einfach Patrouille-Mission starten. Hier noch eine kleine Info, oben links steht immer die römische Ziffer vom Fragment und oben rechts steht die Ziffer, die wir kennen. Also Nummer 1 zu Anfang. Das erste Fragment ist, wenn ihr hier über diese Plattformen geht, man hat jetzt gerade gesehen, wo ich hingerannt bin. Wenn ihr den Geist nach vorne nehmt, dann zeigt es die Plattformen an und so könnt ihr dann rüberspringen und zum ersten Fragment gelangen. Das wäre hier. Dann Fragment Nummer 2. Da waren wir vorhin, jetzt drehen wir uns hier und schauen in diese Höhle rein. Zeige ich noch kurz, damit man sich besser orientieren kann. Wir rennen in diese Höhle, da ist nämlich Fragment Nummer 2. Direkt hier hinten, ein bisschen versteckt. Gut, aus dieser Höhle raus und dann direkt nach rechts. Hier können wir wieder in eine Höhle reinrennen, beziehungsweise einen Raum. Und wenn wir hier hochspringen, wäre da nämlich dann Fragment Nummer 3. Fragment Nummer 3 habe ich aber schon aufgenommen, aus diesem Grund sieht man es nicht. Wenn man dann wieder aus dieser Höhle bzw. diesem Raum rausrennt und dann zu dem abgestürzten Kabalschiff guckt, dann kann man hier unten dran Fragment Nummer 4 holen. Von da aus gehen wir direkt weiter und rennen wieder zurück, wo man landet. Bei der Patrouille-Mission, beziehungsweise wir rennen einfach in diese Richtung, auf dem Weg finden wir dann nämlich Fragment Nummer 5. Es ist versteckt in diesen Gittern. Von Nummer 5 rennen wir wieder weiter, eben zurück zu der Patrouille-Mission, wo man landet. Da hat es eine Höhle bzw. einen Raum, je nachdem wie man es definiert. Wenn man hier reingeht, nach links, muss man sich da ein wenig durchschlängeln durch diese Gänge. Ich lasse das mal so langsam laufen, damit man das gut sieht. Und hier wäre Fragment Nummer 6. Dann Patrouille-Mission Start. Springen wir hier runter in diesen Raum oder in die Höhle. Und hier wäre dann bei dem Licht Fragment Nummer 7. Dann starten wir nochmal Patrouille-Mission Anfang. Springen hier hoch und hier oben wäre Fragment Nummer 8. Dieses Fragment habe ich aber auch schon, aus diesem Grund sieht man nicht, wie ich es aufnehme. Dann Fragment Nummer 9. Fragment Nummer 9 ist auch, wenn man startet mit der Patrouille-Mission, dann Richtung Krieg zwischen der Schar und den Kabalen, hat es hier so einen zerstückelten Balken und da ist Nummer 9. Dann geht ihr zum Hof von Oryx und vom Hof von Oryx springt ihr hier rechts runter. Dann geht es auch wieder in eine Höhle rein. Und hier wäre dann Fragment Nummer 10, wenn man sich da wieder durchschlängelt.
Fragment Nummer 10. Dann wieder zurück zum Hof von Oryx, wir drehen uns um und gehen dann nach links. Auf der linken Seite müssen wir auch nochmal ein Stückchen springen. Hier wieder den Geist benutzen, damit man die unsichtbaren Plattformen sieht, damit die sichtbar werden. Wenn man dann hinspringt, werden die auch sichtbar. Dann springen wir hier hoch, wo ebenfalls noch die Truhe ist. Und hätten Fragment Nummer 11. Dann wieder zurück, Hof von Oryx, wir drehen uns nochmal, gehen dieses Mal aber nach rechts. Da müssen wir nicht weit rennen. Hier bei diesen Formationen von Säulen müssen wir hochspringen und da sieht man schon schimmern. Das ist Fragment Nummer 12. Dann nochmal Hof von Oryx. Dieses Mal müssen wir aber ganz und gar nicht weit rennen. Da wäre nämlich Fragment Nummer 13. Wieder Hof von Oryx. Das ist ein guter Startpunkt, da kann sich jeder orientieren. Dieses Mal springen wir aber nach links und rennen zurück zum Anfangspunkt. Als wir die ersten Missionen von der Taken King gemacht haben, sind wir da nämlich reingekommen ins Grabschiff. Jetzt müssen wir zurück, um die Fragmente da noch zu holen. Und da sieht man schon schimmern, Fragment Nummer 14. Von Fragment Nummer 14 drehen wir uns, gehen noch weiter zurück Richtung Anfang von The Taken King. Schlängeln uns hier wieder durch. Und hier oben wäre dann Fragment Nummer 15. Von dem Punkt aus hier rennen wir dann noch weiter zurück, um Fragment Nummer 16 zu holen. Das dauert noch ein Stück, denn da müssen wir ganz zum Anfang. Vielleicht gibt es den einen oder anderen, der hat dieses Fragment bereits. Es ist aber ziemlich gut versteckt. Auch eine Option hier ist natürlich die erste Mission zu starten auf dem Grabschiff. Da kann man das natürlich auch holen, wenn man nicht so gerne von der Patrouillemission hier hinläuft. Dann guckt man hier runter, hier sind die nämlich startet und Fragment Nummer 16. Von Fragment 16 geht es direkt weiter, ist auch an einer Stelle, wo man normalerweise nicht hingeht und hinguckt, ob da etwas ist. Und da wäre Fragment Nummer 17. Von Fragment Nummer 17 springen wir direkt zu 19. 18 kommt nämlich später. Das ist nämlich in einer Mission dann ein bisschen besser versteckt. Aus diesem Grund springen wir hier zu 19, weil es viel einfacher zu holen ist und vom Ablauf her so viel besser gegliedert. Aus diesem Grund habe ich es so gemacht. Fragment 19 ist auf der anderen Seite, hier wieder den Geist benutzen, damit man die Plattform sieht. Dann in die Dunkelheit rennen und wenn man hier nach rechts geht, sehen wir Fragment Nummer 19. Von Fragment 19 direkt zu 20. Da rennen wir wieder zurück. Und da müssen wir dann nochmal ein bisschen gekonnt springen. Wenn wir auf die andere Seite von dieser Plattform rennen und dann wieder den Geist benutzen, werden wir sehen, da gibt es noch mehr versteckte Platten.
hier oben dann rein und da wäre Fragment Nummer 20. Dann, um Fragment 21 zu bekommen, starten wir wieder von dem Punkt, wo wir angefangen haben. Rennen Richtung Alakul, also den Strike Alakul, der Strike auf dem Grabschiff. Dieses Fragment sollten die meisten schon haben, weil es ist ziemlich offensichtlich. Dann von 21 zu 22, dieses Fragment ist weniger offensichtlich. Wir drehen uns um, gehen weiter Richtung Alakul von 21. Dann springen wir hier hoch und wenn wir da hochgucken, da ist Fragment Nummer 22. Gut, dann Fragment Nummer 23. Das letzte Fragment, das wir so auf dem Grabschiff Patrouille-Mission holen können. Der Rest müssen wir dann über Missionen machen, Strikes, Raid oder Hof von Oryx. Dazu dann gleich mehr. Fragment Nummer 23 ist sehr, sehr gut versteckt hier hinten. Man sieht, ich kann es aufnehmen, ich zeige aber noch ganz kurz, dass man es trotzdem noch sieht. Da unten wäre das gute Fragment. Patrouille-Mission fertig, dann gehen wir wieder aufs Grabschiff vom Orbit aus. Königsmord, die Mission müssen wir anwählen. Dann spielen wir bei Königsmord bis zu dem Punkt, wo wir hier hinkommen. An diesem Punkt gehen wir dann nach links, klettern hier an einer Stelle runter und da wäre Fragment Nummer 24. Fragment Nummer 25 ist fast an der gleichen Stelle. Da war 24, wir rennen jetzt hier runter. Holen den Geist, dann sieht man, da gibt es wieder Plattformen, wo wir drauf springen können. Klettern hier wieder runter. Da rein und man sieht schon Fragment Nummer 25. Dann Fragment Nummer 27. Wir müssen hier durchs Portal. 26 kommt später, es ist aber so einfacher gegliedert, weil es in der Mission so von der Reihenfolge besser zu holen ist von den Fragmenten. Wäre hier Fragment Nummer 27, dann rennen wir einfach weiter, wo wir dann über diese Brücke kommen und auf der linken Seite wäre Fragment Nummer 18, das fehlende Fragment noch von der Patrouille-Mission. Und jetzt kämen wir zu Fragment Nummer 26. Fragment Nummer 26 ist nämlich im Strike Alakul, also die sonnenlose Zelle. Da kämpfen wir uns so weit vor, bis wir das erste Mal den Oger sehen, wenn das Tor aufgeht, wo wir Wellen verteidigt haben und anstelle über die Brücke zu gehen, springen wir hier noch kurz hoch und da oben sieht man, da ist das Fragment Nummer 26. Dann wieder Orbit und der andere Strike, Schildbrüder. Wenn wir bei den Schildbrüdern sind, bevor wir direkt zu den Schildbrüdern kommen, haben wir hier nochmal eine große Ansammlung an Gegnern. Wenn wir jetzt hier rechts runter gehen, bei diesem ganzen ja, zerstörten Zeugs, liegt Fragment Nummer 28 da unten. Dann wieder Orbit und Raid. Im Raid sind nämlich auch nochmal Fragmente versteckt. Ich entschuldige mich hier schon für die Videoqualität. Ich habe es aus dem Stream gezogen und die Videoqualität war hier ziemlich schlecht. Leider ist aber nur dieser Ausschnitt. Hier hätten wir Fragment Nummer 29. Das ist direkt, wenn man über das Schiff Springpuzzle geht, sozusagen, kann man das hier nehmen, bevor man da mit diesem Lift hochfährt. Fragment Nummer 30 ist bei der Totemphase auf der rechten Seite. Man sieht es da gerade noch schimmern. Dann Fragment Nummer 31 ist im Golgoroth-Labyrinth. Ich lasse das mal so langsam laufen, damit jeder sieht, wo man da genau hin muss. Ich möchte da direkt noch sagen, wenn irgendjemand im Raid Hilfe braucht,
In der Beschreibung ist da der Raid verlinkt, eine Playlist, wo ich den Raid komplett erklärt habe, mit jedem Bossgegner, mit jedem Weg, den man gehen muss und jeder versteckten Truhe. Das heißt, wenn irgendjemand da noch Hilfe benötigt, wenn er das erste Mal im Raid ist, kann er sich die Videos noch anschauen, dann ist er bereits ein wenig vorbereitet. Gut, Fragment Nummer 31 wäre hier. Dann weiter. Im Raid gibt es nochmal zwei, wenn man Golgoroth getötet hat, den zweiten Boss im Raid, kommt man hier in dieses Labyrinth, anstelle dass man rechts weitergeht, geht man nach links und hier oben wäre dann Fragment Nummer 32. Von 32 gehen wir direkt weiter, da mache ich nochmal ein bisschen Geschwindigkeit rein, von da sind wir gekommen und hier geht's weiter. Und wenn wir dann hier runter gucken, wäre an dieser Stelle Fragment Nummer 33, habe ich natürlich auch schon aufgenommen. Dann Fragment Nummer 34. Fragment Nummer 34 ist im Raum, beziehungsweise der Anfang ist im Raum, wo wir Fragment Nummer 3 geholt haben, also wieder auf der Patrouille-Mission. Hier müssen wir in diesen Raum stehen, dann müssen wir warten, bis wir einen Buff bekommen, und zwar das des Wurmes. Also Fährte des Wurms. Diesen Buff haben wir eine Minute lang drauf und dann müssen wir an eine bestimmte Stelle hinrennen, wo eine Truhe ist, die sich nur öffnen lässt, wenn man diesen Buff hat von einer Minute. Also den Wurmbuff nenne ich ihn jetzt mal. Es ist ziemlich tricky und wenn ihr ein paar Kumpels habt, dann können sich die schon hier auf der Plattform positionieren, damit es für den Spieler einfacher ist, hier durchzurennen und er nicht jedes Mal den Geist nach vorne nehmen muss, denn so verliert er auch noch ziemlich viel Zeit. Es ist alleine möglich, aber ziemlich knapp, wie man sieht. Und das wäre Fragment Nummer 34. Dann Fragment Nummer 35 ist in der Richtung, wo wir Fragment Nummer 10 geholt haben auf der Patrouille-Mission. Aber ist hier auch wieder ein bisschen speziell, weil wir hier eine Truhe öffnen müssen, die wir normalerweise nur mit einem Ritual öffnen können. Wir können dieses Ritual aber umgehen, wenn wir ein Schwert haben. Muss nicht ein exotisches Schwert sein, kann auch ein ganz normales Schwert sein. Es geht nur um die Verteidigung, die man mit dem Schwert machen kann. Oder wenn man ein Titan ist, geht auch, dann macht man eine Bubble mit Panzerung des Lichts, dann ist man auch genug lange geschützt. Wenn man hier hinsteht, bekommt man nämlich Schaden von der Umgebung. Und das lässt sich ziemlich langsam öffnen. Wenn man die Verteidigung aktiviert mit dem Schwert, bekommt man keinen Schaden, kann das öffnen und kriegt Fragment Nummer 35. In der Beschreibung sonst noch ein Link, wie man an die Schwerter rankommt. Fragment Nummer 36 ist an die Preisrichter-Rune gebunden. Wer nicht weiß, wie das geht, in der Infokarte und in der Beschreibung ein Guide, wie das konkret funktioniert. Wir laden diese Preisrichter-Rune auf, aktivieren sie an der Säule, wo man sie aktivieren muss, töten alle Gegner, die wir töten müssen, können dann diese Truhe öffnen und hier wäre dann Fragment Nummer 36. Dann Fragment Nummer 37, das ist an diese Himmelsbarken gebunden. Wenn ich weiß, wie das funktioniert, in der Infokarte auch wieder ein Video ausführlich, wie konkret das funktioniert, oder in der Beschreibung ist es auch nochmal verlinkt. Wir aktivieren das Ganze, holen den nächsten Schlüssel, aktivieren mit dem Schlüssel wieder das hier, holen uns den dritten Schlüssel, mit dem dritten Schlüssel aktivieren wir dann die Truhe und da wäre dann Fragment Nummer 37 drin. Dann Fragment Nummer 38. Das ist an die Wurmsängerrune gebunden. Mit der aktivieren wir wieder diese Säule, töten einen Gegner, dann bekommen wir die nächste Rune. Wenn ich genau weiß, wie das funktioniert, in der Infokarte wieder ein Video, da erkläre ich ausführlich, wie das funktioniert. Und wo all die Truhen versteckt sind, wo man dann das Fragment rausbekommt, denn es gibt ziemlich viele Truhen und je nach Schlüssel, den man bekommt, ist die Truhe an einer anderen Stelle. Die Fragmente Nummer 39, 40, 41 und 42 bekommt ihr bei Tier 2, wenn man da die Bossgegner tötet. Die Bossgegner droppen die Fragmente, wenn man sie zum ersten Mal besiegt.
Wer nicht genau weiß, wie man die Bösse tötet oder was die machen oder was überhaupt der Hof von Oryx ist, in der Beschreibung und in der Infokarte wieder ein Video dazu. Fragment Nummer 43, 44 und 45 sind noch nicht im Spiel integriert. Wenn sie integriert sind, werde ich hier eine Infokarte machen, da zeige ich alles komplett. Fragment Nummer 46 ist mit dem Dämmerungsstrike verbunden. Ihr müsst da die Dämmerung abschließen, aber die Dämmerung muss auf dem Grabschiff sein. Wenn ihr sie abschließt, kriegt ihr das Fragment Nummer 46. Fragment Nummer 47, 48 und 49, da müsst ihr die Tier 3 Bossgegner töten, also Balvur wäre einer davon, da kriegt ihr ein Fragment. Dann noch der Fanatiker von Krota, ich nenne den gerne den kleinen Krota, wenn man den tötet, kriegt man da auch nochmal ein Fragment. Das Problem daran ist, die kommen immer wieder unterschiedlich und das kann man nicht alles an einem Tag machen, sondern über 3 Wochen. Und dann noch der letzte von den Tier 3 Gegnern, da kriegt man auch nochmal ein Fragment. Wenn man beim Hof von Oryx da schon anfängt, kriegt man direkt eine Mission. Es ist eine Mission, die aussieht wie von Eris, aber man bekommt sie nicht von ihr. Wenn man diese Mission nach und nach macht und sie dann zu guter Letzt abschließt, dann bekommt man Fragment Nummer 50. Gut, im Grunde war es das schon vom Video. Jetzt wisst ihr, wie ihr an alle 50 Fragmente kommt, beziehungsweise 47, je nachdem, ob die anderen 3 schon dabei sind. Ich hoffe, dieses Video war ausführlich genug, es war ziemlich lange, aber dafür habe ich alles schön sauber erklärt und jeder weiß, wo was ist. Wenn das Video hilfreich war, dann lasst doch noch ein Like da. Würde mich sehr freuen, wenn das Video gut war. In diesem Sinne, viel Spaß beim Fragmente sammeln. In der Beschreibung sind übrigens all die Zeiten und Fragmente nochmal aufgelistet. Das heißt, wenn ihr nur ein ganz bestimmtes Fragment noch bräuchtet, könnt ihr da einfach auf die Zeit klicken und dann kommt ihr genau dahin, wo ihr hin müsst und wisst genau, wo das Fragment liegt. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video.